So Leute, da sind wir wieder bei einem schönen kleinen, ja gut, was heißt klein, das wird ein sehr großes neues Projekt. Wir spielen heute Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Ja, ich habe mich schon eine halbe Ewigkeit auf dieses LP gefreut. Ich bin schließlich ein Riesenfan der ganzen Pokémon Mystery Dungeon Reihe. Und ja. Bevor wir jetzt lang groß rumschnacken, worüber dieses Spiel geht, das sieht ihr nämlich sowieso gleich, falls ihr es noch nicht kennt. Ich mache jetzt einfach mal ein neues Spiel und wir schauen dann weiter. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut, fangen wir an. Aus dem WC ragt eine menschliche Hand und winkt dir zu. Wie reagierst du? Die Hand kann geschüttelt werden. Das ist auf jeden Fall toll. Kannst du jemanden aus vollem Herzen danken, wenn du ihm dankbar bist? Ja. Magst du Streiche? Ja. Kommst du oft zu spät zur Schule oder zu Verabredungen? Nicht oft, aber ich sage jetzt trotzdem mal ja. Eine Klassenarbeit steht an. Wie und wann bereitest du dich darauf vor? Ich bin da lieber am Spielen. Du hast ein Geschenk bekommen, aber weißt nicht, was es sein könnte. Bist neugierig, was willst du tun? Das öffne ich sofort. Wenn ich schon neugierig bin, dann kann ich sowas nicht erwarten. Da gibt es eine Person, die du magst, aber du hast keine Chance, ihr näher zu kommen. Was machst du? Da ich mit diesem Fragebogen auf was Bestimmtes anziele, kommt für mich nur das hier in Frage. Jemand nennt dich verrückt, aber lustig. Wie fühlst du dich? Da bin ich glücklich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Du scheinst der schelmische Typ zu sein. Du bist verspielt, fröhlich und liebst es, Streiche zu spielen. Aber du hast auch ein gutes Herz. Deshalb finden dich Leute um dich herum unwiderstehlich. Du bist bestimmt eine beliebte Person im Umkreis. Oh, so beliebt bist du nicht. Entweder du bist einfach nur bescheiden oder dir ist das noch gar nicht aufgefallen. Ich wette, die Leute sind einfach nur zu schüchtern, ihre Gefühle zu zeigen. Da draußen gibt es jemanden, der dir am liebsten seine Liebe gestehen würde. Ein schelmischer Typ wie du sollte das Pokémon Pikachu sein. Kommen wir zum Abschluss. Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest, aus der Gruppe. So, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Das ist sehr schön. Weil als Pikachu kann ich hier am besten spielen. Und mein Lieblingspartner ist hier auf jeden Fall Hydropi. So, wie wollen wir unseren Partner denn nennen? Ja, bei Hydropi fällt mir jetzt sowieso gerade was ein. Hole ich mal ganz kurz die Maus hier rein. Das macht nämlich der gute Chrissy. An dieser Stelle liebe Grüße übrigens. So. Ist der Name Chrissy okay? Ja. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Entschuldige, hallo? Bitte wach auf. Komm, mach endlich die Augen auf. Endlich bist du aufgewacht, das ist großartig. Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Chrissy. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wie bitte? Du bist ein Mensch? Aber du siehst genau wie ein Pikachu aus, wirklich. Das stimmt. Ich bin ein Pikachu. Yay, ich bin Pikachu! Wie und warum? Aber ich kann mich an nichts erinnern. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name?
Ja, genau, ich heiße. Ja. Da bin ich ganz schnell fertig. Weil da bleibe ich mir immer selbst treu. Oh, du heißt Kilian? Nun, der Name klingt lustig. Irgendjemand, Hilfe, bitte, Hilfe! Oh, da ruft jemand. Ist etwas passiert? Wie fürchterlich. Mein Raubtier ist in eine Höhle gefallen, mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich plötzlich geöffnet und mein Raubtier ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich von Pokémon angegriffen. Bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Sie sind wohl durch die Erdspalte sehr aufgebracht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was wird nur aus meinem Baby werden? Oh, was soll ich tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. So. Begib dich zum Zielort. Attackiere Gegner durch Drücken von A. Verhindere, dass einer deiner Partner kampfunfähig wird. So, ich muss hier jetzt sowieso erstmal ein klein wenig was einstellen. So, zum allerersten Mal hier das Ding hier fixieren. Ich muss hier außerdem mal in die Einstellungen das Tempo hier auf schnell schalten. Moment, wie war das? Ich brauche. Teamdaten, klare Karte passt so am besten, ja. Das Feldraster, das können wir einlassen, ja. Schlags. Ich. Machen wir mal. Beiden lassen wir mal an. Dann. Yep, dann haben wir das hier. Die Fenster können wir blau, ja. Das können wir alles lassen. Dann haben wir das. Items haben wir noch keine. Okay. So, wir spielen hier Pokémon Mystery Dungeon. Poké ist die Währung in dieser Welt. Sammle und spare Geld, um nützliche Items und anderes zu kaufen. Das hier ist ein kleiner Dungeon Crawler zum Thema Pokémon. Ja, jetzt muss ich hier noch was machen. Du machst hier bitte mal den Heuler aus. So, prinzipiell müssen wir uns die ganze Zeit hier durch irgendwelche Dungeons bewegen, Pokémon verprügeln, die Treppen finden. Die Treppe haben wir da unten zwar eigentlich schon gefunden, aber ich will hier erst noch ein bisschen erkunden. In den ersten Dungeons will ich ein bisschen Level grinden. So, und ich habe gerade den Routenschlag gelernt. Und da gibt es einen ordentlichen Anstieg in den Statuswerten. So, ich schaue mich jetzt erst noch mal ein bisschen um. Gegner reagieren nur, wenn du agierst. Drücke B, um das Menü zu öffnen und denke, bevor du handelst. Das ist etwas sehr Wichtiges, ja. Ja, erstmal eine Runde schön Attacken daneben hauen. Genau so muss es laufen. Unser Ziel ist es jetzt erstmal, das Raupi zu finden, das hier irgendwo im Kleinhain ist. Es ist in diesem Fall auf der untersten Ebene. Da hätten wir wieder die Treppe gefunden, aber ich will hier erstmal wieder mich nach Items umsuchen. Der Chrissy erreicht Level 6 und er lernt Lehmschelle. Das ist doch sehr schön. Und da haben wir noch mehr Geld. Geld kann man immer brauchen. Ganze 2 Schaden macht er mir. Das ist ja schon fast viel. So. Beim Laufen regenerieren sich die KP deines Teams. Halte B und drücke A, um die KP schnell aufzufüllen. Yep, das ist ein sehr, sehr nützlicher Trick. Die Persifbeere heilt Vergiftungen. Öffne das Menü durch Drücken von B und wähle sie dann im Item-Inventar an.
So. Und da erreiche ich schon Level 7. So, den lassen wir rankommen. Noch eine Sinelbeere. Bin ich jetzt fast am Überlegen, ob ich die Passivbeere dafür wegmachen soll. Ich kann momentan nur zwei Items tragen. Und ja. Sinelbeeren finde ich generell nützlicher als Passivbeeren. Wenn ich da mal ehrlich bin. Ach ja, das geht ja hier noch gar nicht. Ach, komm, dann lassen wir sie liegen. Gehen wir einfach weiter. Ah, Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Huh? Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Okay. Mein Baby ist gerettet. Es tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie ich dich jemals danken kann. Oh, das war doch selbstverständlich. Die Zeiten sind gefährlich. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass der Kleine unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte, sagt mir zumindest euren Namen. Ich heiße Chrissy. Und das und dieses Kilian. Cool. Sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, könnte mir Spaß machen. Vielen Dank, Chrissy und Kilian. Ich weiß, es ist nicht annähernd genug, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Wir erhalten eine Sinelbeere, außerdem eine Persivbeere und eine Phragiabeere. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark, ich bin wirklich beeindruckt. Und, was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Du, hör mal, Kilian, wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, komm doch einfach mit mir. Nun, hier sind wir. Wow. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin ein Mensch, aber das gefällt mir. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ist das vielleicht so ein Pokémon-Instinkt? Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Vielleicht empfinde ich das so, weil ich ein Pikachu bin? Okay, dann, du bist beeindruckt, habe ich recht? Das dachte ich mir. Ich habe mir gedacht, dass dies genau passend für dich ist. Ich war mir ganz sicher, dass es dir gefallen würde. Dies ist dein Briefkasten. Hier kommen die Briefe, die dir andere Pokémon senden, hinein. Genau wie diese Erdspalte, in die Raupi gefallen ist. Aus irgendeinem Grund häufen sich in letzter Zeit die Naturkatastrophen. Und aufgrund dieser Katastrophen leiden viele Pokémon. Ich möchte den Pokémon in diesen schweren Zeiten helfen. Ich möchte die Dinge ändern, sodass alle Pokémon friedlich leben können. Daher, nun, mir hat gefallen, wie du mir bei der Rettung von Raupi geholfen hast. Hast du nicht Lust, mit mir ein Retterteam aufzubauen? Kilian, ich denke, wir beide könnten das beste Retterteam aller Zeiten werden. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Perfekt, dann wären wir uns ja einig. Von nun an sind wir beide Partner und bilden ein Retterteam, Kilian. Schön, dich dabei zu haben. Der Teamname, mir ist noch keiner eingefallen. Also, Kilian, wie würdest du uns nennen? Ja, okay, jetzt komme ich wieder zu dem Part, wo ich am längsten nachdenken muss. Wie nennen wir denn jetzt unser Team? Weil da fällt mir eigentlich fast nie was ein. Ansonsten, bevor ich jetzt noch lange rum überlege, weil wir hier ja schon auf dem TGE-Kanal sind,
Dann machen wir uns halt hier ein TGE-Team. Ja, der ist okay. TGE, das klingt ja super, ein schöner Name, passt perfekt zu uns. Retterteam TGE, lass uns morgen einen guten Start hinlegen. Und so begann die gemeinsame Karriere von Kilian und Chrissy als Retterteam. Am nächsten Morgen. Ich bin immer noch wie vorher. Ich sehe immer noch wie ein Pikachu aus. Aber warum wurde ich zu einem Pokémon? Ich kapiere das nicht. Mir ist immer noch ganz komisch. Hunde müde und kaputt. Ich brauche mehr Schlaf. Dann speichern wir doch mal das Abenteuer. Jetzt bin ich ausgeschlafen und fit. Ich bin zwar immer noch ein Pokémon, aber... Ach ja, genau. Dieses Pokémon, ich glaube, es hieß Chrissy, oder? Wir haben beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Chrissy wohl gerade macht? Ich sollte mal rausgehen. Oh nein! Tut mir leid. Ich war so aufgeregt, dass ich schon seit dem Morgengrauen hier auf dich warte. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Na egal. Heute ist unser erster Tag als Retterteam. Geben wir unser Bestes. Aber weißt du, wir haben noch gar keine Aufträge. Oh ja, vielleicht haben wir etwas im Briefkasten. Chrissy öffnet den Briefkasten. Im Briefkasten ist ein Retterteam-Starter-Set. Ich wusste es. Das ist das Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Chrissy öffnet das Retterteam-Starter-Set. Da ist ein Retterorden drin. Und eine Sammelbox. Außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Ja, da haben wir wirklich nützliche Dinge bekommen. Hier haben wir zunächst mal den Retterorden. Der beweist, dass wir ein Retterteam sind. Dies ist eine Sammelbox. Dort können wir Items hineintun, die wir in Dungeons finden. Lass uns die Items, die Smetbo uns gegeben hat, hineintun. Items sind äußerst nützlich, daher sollten wir bei unseren Abenteuern immer welche dabei haben. Oh, und hier haben wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Die ist für Retterteams sehr wichtig. Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Wir sollten sie später lesen. Was gibt es noch? Gibt es noch andere Post? Anscheinend nicht. Der Briefkasten ist leer. Nun, wir haben keine Post bekommen. Wenn es Rettungsjobs geben würde, hätten wir sie per Post bekommen, aber niemand weiß etwas über unser Retterteam, da wir gerade erst anfangen. Da kommt ein Pelipper. Klonk. Oh, was kann das wohl sein? Machen wir doch mal auf. Vielleicht ist es ja ein Rettungsjob. Was steht drin? Dann liest den Brief. Raupi erzählte mir von euch. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Magnetilo hat Probleme. Eine unbekannte elektromagnetische Welle floss durch einen Dungeon. Dadurch verbanden sich Magnetilo und Magnetilo. Das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. Es ist so nicht vollständig. Bitte, wir brauchen Hilfe. Von Magnetilos Freund. Was meinst du? Wollen wir es versuchen? Okay, los. Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes.